Oh. Cerberus. Der hat uns im ersten Teil schon ordentlich Probleme bereitet. Und der wird uns wieder hinterher geschickt. Ah, vielleicht kommen wir ja, bevor er zu uns gelangt. Diese Kackgegner, ey. Schlimmste Gegner in ganz Kingdom Hearts, weil man die nur von hinten angreifen kann, die sich so schnell umdrehen und dich mit einem Schlag so viel Damage zufügen. Dass du einfach mit zwei Hits stirbst und du kannst ihn aber zwischendurch kein Damage machen. Das sind die schlimmsten Gegner in ganz Kingdom Hearts und auch auf niedrigeren Schwierigkeitsgraden. Du kannst die halt nur von hinten treffen und die drehen sich sofort um, sobald du hinter die springst. Das heißt, der Treffer ist auf höheren Schwierigkeitsgraden, wo die KI ein bisschen besser ist, ist total schwer bis fast unmöglich, würde ich sagen. Und dann sind die auch noch so stark, dass die dir trotz ihrer Tankfähigkeit, die haben sau viel Leben, kannst du die von einer Seite treffen und die machen voll viel Damage. Mit Blitzmagie kann man die natürlich immer treffen, wie Donald jetzt gerade vormacht. Aber leider macht das nicht viel Damage. Weil sobald das noch zu Boden ist, kann man ihn natürlich ein bisschen Damage machen. Verdammt, ich wollte nicht die. Oh. Da stand Dreieck für Volltreffer, aber genau in der Sekunde ist er gestorben. Das ist nämlich ein Volltreffer, ist ein Situationskommando für das Drecksviech. Und genau in der Sekunde ist er gestorben, ist das Dreieck für Volltreffer ist verschwunden und wir haben Dreieck gedrückt, deswegen haben wir unsere Spezialfähigkeit mit Auron ausgelöst. Auron? Wie ist Auron? Ich glaube ja. Jetzt schon den Namen von ihm vergessen, super. Ich weiß nur, dass es damals von Saufi gefeiert wurde, dass er hier mit dem Spiel drin ist. Das ist eine Krone, da kommen wir eh nicht dran. Ja, Auron, hier steht es nochmal. Aber egal, ich kann damit nichts anfangen. Ich kenne die Final Fantasy-Reihe nicht. Das einzige Final Fantasy, was ich ein bisschen gespielt habe, war Final Fantasy 13. Und das habe ich viermal gespielt und bin jedes Mal an derselben Stelle nicht weitergekommen. Und dann hatte ich keinen Bock mehr. Obwohl ich jeden Gegner mehrfach besiegt habe, der davor auftauchte, viel gelevelt habe, der ein und derselbe Gegner war immer Schluss. Und dann hatte ich, wie gesagt, keinen Lust mehr drauf. Ist bislang das erste und einzige Final-Wesen gewesen, was ich in meinem Leben gespielt habe. Hat schon wieder so viel Damage gemacht, dass er uns mit dem nächsten Treffer gekillt hat, aber die Heilung von Donald hat uns auch ein bisschen geheilt. Jetzt ist er schon wieder genau in der Sekunde gestorben, mit der da Dreieck für Volltreffer stand. Das kann nicht wahr sein. Drücke die Dreieck-Taste, um Volltreffer zu landen. Ich drücke Dreieck, genau in der Sekunde haut Auron den kaputt. Und dann bedeutet Dreieck natürlich komplette MP-Leiste verschwenden, die wir genau jetzt super gebraucht hätten. So, das macht nämlich verdammt viel Damage, wenn man den Volltreffer mal landet, wie ich es jetzt gerade gezeigt habe. Sobald man einen Abschluss-Kombo macht, also ein Kombo-Abschluss, so, fliegt er in die Luft, dann kann man Dreieck für Volltreffer drücken und wenn man ihn dann quasi trifft, dann kriegt man. Kriegt ihr nochmal zusätzlich Damage. Aber leider habe ich jetzt zwei daneben gekloppt. Und nochmal traue ich es mich nicht, weil wir dann eh wieder die Situationskommando mit Auron einsetzen. So, wir sind quasi raus aus dem Ding. Das ist schon mal praktisch. I think so. Hurry! Uh-oh.
Okay, zu zweit gegen den verkackten Cerberus. Oh, wie gesagt, hat uns im ersten Teil schon Probleme bereitet. Jetzt können wir netterweise nochmal gegen ihn kämpfen. Super. Und der hat auch nicht wirklich wenig Leben. Der hat uns einmal getroffen, wir haben über die Hälfte des Lebens verloren. Also auch das ist ein Two-Hit, wenn der uns was haben will. Wir haben unsere Items netterweise nicht aufgefüllt. Was natürlich total praktisch ist. Bedeutet, wir haben keine, oder? Doch, wir haben gesagt, dass die Potion automatisch wieder auffüllt. Sehr schön! Gut, dass es diese Funktion gibt. So, ich halte mich mal ein bisschen defensiver. Sagte er, während er voll erwischt wird. Danke, Auron. Leck mich doch. Darf mir niemand in die Nähe kommen. Alter, die machen mehr als die Hälfte an Damage. Oh. Das ist wieder ein Mickey-Szenario. Praktisch. Wie gesagt, es gibt, glaube ich, nur 5 oder 6 Kämpfe in diesem Spiel, in denen Mickey auftauchen kann. Und 3 davon haben wir jetzt schon gehabt. Die Königsleine macht verdammt viel Damage. Sogar so viel Damage, dass wir den nur 3-mal damit treffen mussten, wie wir gesehen haben. Dann können wir Sora wieder auferstehen lassen. Dann rauf hier. Na dann, ciao! Und endlich haben wir den Ausweichkonter gelernt und Auron hat mehr Leben bekommen. Cerberus ist platt, dank Mickey. Mal wieder, der hat uns schon öfter mal aus der Patsche geholfen. Echt ein Problem geworden ohne Mickey. Come on, Wonder Boy, play hooky for a day. For old time's sake. They came to see me. They came to see a hero. I can't let them down. Don't worry, Meg. I'll be fine. What does a hero need rest for, huh? See ya. Sora, don't let me down. Puh. Hä? Was ist mit Auron passiert? Er kann auf sich selbst aufpassen. Wir müssen Meg finden und dann starten wir einen neuen Versuch. Das war's dann wohl wieder mit Auron. Wir haben den verdammten Ausweichkonter gelernt. Löst per Angriff einen Gegenangriff in der Nähe befindlichen Gegner aus, während Reflektor ausgeführt wird. Bedeutet, wir können rein theoretisch, wenn wir mal Reflektor nutzen würden irgendwann mal, könnten wir dann auch kontern. Ich hatte eigentlich die Ausweichrolle im Kopf, aber die wäre nämlich praktisch gewesen. Haben wir aber leider nicht. Ja, wir sollen das im Mac finden. Dafür müssen wir hier auf jeden Fall wieder hoch.
Let me see if I've got this right. That brat's Keyblade works on any lock. That's right. Have I ever told you about the killer coliseum we have right here in the underworld? It makes the one upstairs look like an Olympic kiddie pool. Then that's the place we're gonna put an end to hurt the jerk's winning streak. Problem. Zeus locked it tight. Oh! Oh? Bingo. All we gotta do is swipe that key and then reopen the Underdrome. Hate to tell you, but that key is kinda particular. It won't work for just anybody, and that kid ain't no pushover. I think this calls for a woman's touch. Damit sind wir zurück in der Arena. Donnerwetter, da werden eine Menge Erinnerungen wach. Auf dem Heroenplatz. Und hier oben scheinen ja wohl nicht so wirklich viele Herzlose rumzugammeln. Die sind ja wohl alle nur in der Unterwelt. Schauen wir mal. Sora, Donald, Goofy, when did you get here? Hey, Herc. Howdy there. You on another adventure? Yeah, tracking down some friends, wiping out some heartless. Junior Hero's always busy. You know it. Und habt ihr eure Freunde gefunden? Wir arbeiten noch dran, aber als wir hier ankamen, sind wir megamäßigen Schwierigkeiten geraten. Wir mussten direkt jemandem helfen. Wir wollten Hades die ein oder andere Lektion erteilen, aber die Unterwelt entzieht uns all unsere Kräfte. Hast du nicht irgendeine Idee? Und es gibt ein Medaillon, das vor einem vor dem Fluch der Unterwelt schützt, die Götter des Olymps benutzen es, wann immer sie sich dort hinunterbegeben. Glaubst du, wir könnten es benutzen? Sicher, warum nicht? Ich hole es für euch. Danke. Wirklich nett von dir. Aber eine Konfrontation mit Hades wird kein Spaziergang, auch mit dem Medaillon des Olymps. Und ich habe heute einen Kampf, also kann ich euch nicht begleiten. Wisst ihr, was ihr braucht? Training. Warum sprecht ihr nicht mal mit Phil? Klar, gute Idee. Damit haben wir auch die Karte für die Arena erhalten. Dann sprechen wir wohl mal mit Phil. Der wird sich wahrscheinlich auch freuen, uns wieder zu sehen. Hier brauchen wir nicht wieder speichern, haben wir ja gerade erst. Herkules ist los, um das Medaillon des Olymps zu holen. Solltet ihr in der Zwischenzeit nicht lieber trainieren, Juniorhelden? Ist dabei. Hier gibt es einmal den Pegasus Cup Pokal. Ja, wisst du wohl. So. Den Phil Cup, das Phil Cup Schild. Den Herkules Cup Pokal und den Hades Cup. Hey, champ. How you feeling? Better rest up for tomorrow's match. Nobody's gonna pay to see a worn-out hero. Gabish? Remember what I told you. Victory in the games comes down to two simple words. Eat, bathe, sleep. Huh? Hey, if it ain't the junior heroes. Looking good, Phil. Never better. How you guys been? Have you earned your true hero wings yet? Nope, you ain't got what it takes. What? So, what's up? Na, wir haben Anselm besiegt und alle Welten gerettet. Also ich würde sagen, das könnte man schon irgendwie zählen lassen, aber naja. Haha, ich in 3 wollte gegen Hades kämpfen? Was ist so komisch?
Ja, Murm, ich mag das. Ey, und man weiß ja nie, verrückte Dinge geschehen überall, was? Aber jetzt ist Training angesagt. Gut, dann trainieren wir mal. Ja, du willst trainieren, was? Na gut, ich werde dich hart annehmen. Zerbrich die Gefäße und sammle so viele Medaillons wie möglich. Übungsmodus. So, Medaillons sammeln. Ich glaube, es gibt eine Vorgabe. 20, jawohl. Die Kleinen geben, glaube ich, immer 5 oder so. Und die Großen geben mehr. Wie fandest du das? Das war doch nicht alles, Junge. Ich habe noch so einiges im Petto. Du kannst dich ausruhen, wenn du den ganzen Tag absolviert hast. Oder das ganze Training absolviert hast. Kein Problem. Ja, dann machen wir mit das ganze Training. Zerbrich die Gefäße und sammle so viele Medaillons wie möglich. Mal sind es 100. Positiv ist, dass wir 2 Abschlussangriffe in Folge ausführen können. Bedeutet, wir können 2-mal hintereinander Gefäße wegschlagen. Was in diesem Modus doch durchaus von Vorteil ist. Da ist ein Großer. Die bringen nämlich 10er Kugeln, also die bringen 30 statt den 5, die die Kleinen bringen. Okay, die bringen auch nur 3, die Kleinen, sehe ich gerade. Gut, Lufthiebe! Gut, dann geht Herkules einfach mal stumm an allen vorbei und sagt kein Wort, warum auch. Lufthiebe, greife ein weit entferntes Ziel in der Luft mit einem mächtigen Sprung an, alles klar. Ist also quasi sowas wie die Spurtgrätsche nur für die Luft. Warte mal, ich muss für einen Moment weg. Wohin denn? Binde ich euch nicht auf die Nase. Es tut mir leid, Freunde, das Medaillon des Nymphs wurde gestohlen. Von wem? Wir wissen es noch nicht, wer es war. Wir wissen nur, dass es ein Kerl in einer schwarzen Kutte mit Kapuze war. Und er hatte Komplizen, einen Haufen komischer Gestalten in Weiß. Sagt euch das was? Ich denke schon. Hey, wenn wir das Medaillon des Nymphs wieder beschaffen können, können wir es dann ein Weilchen ausleihen? Sicher. Übrigens, habt ihr Mac hier irgendwo gesehen? Oh, schade. What's wrong, your hero-ness? Feeling under the weather? You know, I thought staying in perfect shape was part of the hero job description. You know what I'm saying. Oh, right. Hades, we gotta talk. I came to share a bit of mildly interesting news. Seems your dear, sweet little nutmeg went and got herself lost in the underworld. You mean you kidnapped her? Well, maybe. But why get caught up in the details? You can't leave now. Okay. You've got a very important match today against the bloodthirsty Hydra. I mean, if you don't stick around, who knows what kind of accidents might happen. Yeah, accidents you cause. Like I said, details. Who needs them? You're just a coward. Ah, well, can't all be heroes. Can you handle this? You got it. We're heroes. Junior heroes, Donald. You take care of the Hydra. We'll handle the rest. I'm counting on you.
You gotta find Meg. Okay, Herkules muss heute also gegen die Hydra kämpfen. Dann müssen wir uns also um Hades und den Rest in der Unterwelt kümmern. Eigentlich genauso wie Hades es sich vorgestellt hat. Wir haben ja seinen Plan bereits erfahren, weil er den Karu mitgeteilt hat. Deswegen schickt er natürlich die Hydra los, damit der gute Herc nicht in die Unterwelt kommt und Meg rettet, sondern wir das machen müssen. Damit vielleicht etwas öffnen, was wir gar nicht öffnen sollten. Phil! Oh, oh. Was ist passiert? Da war dieser komische Typ komplett in Schwarz gekleidet. Ich bin ihm hinterher, aber er ist plötzlich auf mich los und hat mich K.O. geschlagen. Komplett in Schwarz gekleidet? Das ist der, der das mit der Jungs Olymp gestohlen hat. Wohin ist er geflohen? In die Unterwelt. Er ist offensichtlich einer von den Bösen und dabei wollte ich doch nur einen Ersatzhelden finden. Für den Fall, dass Herc mal eine Pause braucht. Helden? Warum sagst du das nicht gleich? Ihr kennt da jemanden? Oh, das wäre was. Nimm das, was du kriegen kannst, lieber Phil. Wir sind auch da. Kraftbolzen erhöht den Angriffswert um 1. Und ich glaube, da brauchen wir gar nicht lange überleben. Das werden wir natürlich sofort anwenden. Weil wir Donald und Goofy immer mal wieder regelmäßig auswechseln, wird natürlich Sora die Angriffskraft bekommen. Allerdings werden wir Verteidigungskraft momentan sogar ein bisschen lieber. Am Anfang haben wir fast nur Abwehrkräfte bekommen, jetzt mittlerweile gar nicht. Außerdem habe ich mittlerweile mal festgestellt, wir haben ja hier einen zweiten Verteidigungsding. Und da ich glaube, dass Donald den Kram hier eh nicht nutzt, weil er eh immer so schnell stirbt. Warte mal. Kann man da auch sagen, ich möchte die Rüstung ablegen? Ja, so. Packe ich das lieber mal auf Sora. Dann halten wir vielleicht ein bisschen mehr aus. Hier haben wir keine Alternative, aber hier haben wir eine. Wir haben mit dem verborgenen Drachenstil proportional zu erleidendem Schaden MP wieder her. Wir können das ja so machen und haben dann hier den Sternensucher. Der Sternensucher hat nämlich Angriff 3, Magie 1. Eigentlich genauso wie der Königsanhänger, hat aber noch... Ja, hat halt noch diese Luftkombo Plus, das heißt, wir nehmen einfach mal den Sternensucher als unser jetziges Hauptschlüsselschwert. Und auf geht's. Das ging schnell. Thanks. Thank you. Hope you enjoyed it. Dann kriegen wir vielleicht doch schneller Unterstützung als gedacht. Oh, ich bin so doof. Natürlich, das Ding war eine Falle. Ich wusste auch, dass es hier irgendwo runter geht, aber ich dachte, das wäre nach oben. Aber ist ja eigentlich klar, dass das nicht einfach oben drauf liegt. Hallo? Bringst du da mal bitte so. So, ein Herzteil. What? Okay. Alles klar. Dann halt aber ein neues. Wie viel Damage machen denn die Gegner in diesem verkackten Level hier? Unsere Luftkombo ist auf jeden Fall tatsächlich verstärkt. Das merkt man. Okay.
mal den Skillsplitter hier. Jetzt sind wir wieder in der Unterwelt, dass wir ein bisschen darauf achten, dass wir keine Drive-Leiste haben. Mann! Dieser Unterweltfluch macht mir echt zu schaffen. Wir müssen uns mit der Jungen des Olymp schnell wieder beschaffen. Da sagst du was, Goofy. Da sagst du was. Aber das ist ja auch hier. Damit. Kommt man da irgendwie hoch? Nee, anscheinend nicht. Da muss man wahrscheinlich wieder höher springen können. Alter, hätten wir jetzt auch. Dann gibt es einmal diesen Weg. Da ist eine Truhe. Wahrscheinlich auch herzlos, richtig? Okay. Und hier. Gibt es nochmal so ein Ding, wo man hochspringen muss? Noch was? Ja, da ist noch eine Truhe. Wo bin ich denn jetzt hier überhaupt? Ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt wieder rauskomme. War ich denn hier jetzt schon mal? Ja, hier haben wir die Truhe geöffnet. Moment, hier bin ich gerade eben durch. Dann ging es hier lang und hier ging es zum Eingang. Okay, hier kommen wir sogar her. Das verwirrt mich jetzt ein wenig, wenn wir da sogar herkommen. Dann gibt es ja eigentlich nur noch diesen Weg hier. Weltatrium. Starten wir uns mal kurz das hier. Und das Herzteil. Und dann machen wir uns noch was gefasst. Denn hier kommt er. Der erste. Da hinten steht er schon. Der erste Kampf gegen ein Organisationsmitglied. Roxas? Excuse me? Roxas? Oh, it's no use. Huh? What are you talking about? Let's see here. If the subject fails to respond, use aggression to liberate his true disposition. Right. Did they ever pick the wrong guy for this one? You're bizarre. Oh, he's gotta be the thief! Now that's just plain rude. Hm. Also entweder stellt er sich doof oder er hat noch gar nichts davon mitbekommen, dass wir wieder auferstanden sind. Das Problem ist in diesem Kampf, besiege 100 verkackte Lakaien in 1,30 und wenn du es nicht schaffst, dann kannst du wieder von vorne anfangen und das ist total nervig. Ah.
Aber noch sieht's gar nicht mal so schlecht aus. Also so ein richtiger Kampf gegen den Organisator ist es ja nicht. Weil er kämpft ja nicht selber, aber trotzdem. Unser Leben hat sich erhöht. Luffy's auch. Jonathan hat eine Fähigkeit erlernt. Roxas, come back to us. Guys, a broken record. Hey, look! Let's go. Meg needs our help. Damit haben wir wieder volle Kräfte im Untergrund. Und die brauchen wir auf jeden Fall, wenn wir gegen Hades antreten wollen. Nanu? Auch die Szene ist neu. Auch die Szene gab es in den vorherigen Kingdom Hearts nicht. Du bist immer noch hier? Ich bin hier, um mit dir zu reden. Über etwas weitaus Interessanteres als das mit den Jungs und Lymphs. Und zwar über zurückgelassene Schatten der Niemande, abwesende Silhouetten. Abwesende Silhouetten? So hieß doch das Buch vorhin. Es geht um mehr als nur ein Buch. Es sind Waffen, in die sich die Schatten ihrer einstigen Träger eingebrannt haben. Kämpfe mit diesen Schatten und es wird erwachen. Dein wahres Ich. Wovon redest du? So ein Held wie du kann doch auch mal selbst seinen Kopf anstrengen. Was er wohl mit diesen abwesenden Leuten auf sich hat. Keine Zeit für Grübeleien, wir müssen Megara helfen. Naja. Ist es damit ab jetzt möglich, gegen die zu kämpfen? Ja, mal zum Bericht 5.